Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Ja, wir haben heute Eltern und Kinder, die an ihre Grenzen kommen und irgendwo sich sehnen nach neuen Wegen und mehr Kreativität, Freiheit und ein wunderschönes Bildungssystem, was wirklich die Kinder da abholt, wo sie auch abgeholt werden möchten. Und wer kann uns da besser helfen in diesem Weg, uns darüber zu berichten, welche Wege es gibt? Ricardo Leppe ist heute hier und er hat schon über 1000 Vorträge im deutschsprachigen Raum dazu gehalten, tolle Initiativen, die nicht mehr zu stoppen sind, in die Welt gebracht. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Ricardo. Ja, schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, ich freue mich auch. Auch wenn es echt ein Thema ist, wo ich sage, puh, das ist für mich echt für viele eine Herausforderung. Ja, also wenn man selber so durch die Schulzeit gequält wurde und noch so eine richtige Zündung hat, dann zwei Kinder durchgefasst. Also ich habe ja immer geguckt, dass sie schnell rauskommen, ja, so schnell wie möglich. Und es ist echt eine Herausforderung für die Eltern und die Kinder, gell? Genau, ja. Hast du auch das Gefühl, dass jetzt aber auch ein richtiger Schwall an rebellischen Kindern kommt? Also davon habe ich auch so. Die sagen, mach ich nicht mit. Ja, also mach ich nicht mit. Ist jahrelang schon explodiert. Mhm. Aber jetzt geht's, also ich sage immer, das ging jahrelang so, ich habe es auch gemerkt, ich bin ja schon länger unterwegs und in den letzten 2 Jahren hat diese Kurve nochmal so eine leichte Neigung bekommen dazu. Aber um gleich was Positives vorwegzunehmen, das Schulsystem ist gekippt. Das ist durch. Es wissen zu viele, wie es anders geht und zu viele setzen es auch schon um. Also das können die noch ein bisschen bremsen, ja, aber zum Stoppen ist das nie wieder. Und es ist ja auch, steht ja bei mir auch auf der Homepage direkt auch, Dezentralisierung von Bildungsmacht. Und wenn das einmal geschehen ist, so wie es jetzt gestartet ist, ist es nie wieder wegzubekommen. Weil es geht darum, jeden Elternteil wieder in diese Macht zu bekommen, dass er sagt, okay, ich schaffe das. Und ich brauche niemanden dafür. Schön, wenn ich einen tollen Lehrer habe, aber ich brauche ihn nicht. Ich bin nicht abhängig von jemandem, sondern ich weiß, wie ich diese Dinge mache. Und genau darum geht es da dabei. Und ich meine, die Geschichte haben wir im ersten Teil ja schon so ein bisschen deine angesprochen. Deine Lebensgeschichte, aber wie du jetzt das genau gemacht hast, so eine Community aufzubauen, das würde mich echt interessieren, weil du ja eben genau auf diese Dinge geachtet hast, dass niemand mehr kommen kann und auf den Stopp-Knopf drücken kann. Genau. Also ich habe dieses Modell eben, was wir vorher angesprochen haben in der ersten Sendung, Schule der Zukunft in 2 Schritten. Kann man auch einfach mal auf YouTube unter dem Namen eingeben. Erster Schritt war eben, komprimieren wir das Ganze, machen wir schneller, machen wir es lustiger, nutzen wir die Dinge für Dinge, die man in der Realität braucht. Wir haben Schulen, da gibt es Unterrichtsfächer wie Glück, Wer bin ich, Permakultur, Körper kennenlernen, Atemtechnik gibt es auch. Mathe, Lesen und Schreiben. Aber das sind die wichtigen Fächer, die wir dort machen. Der zweite Schritt ist dann, wo ich mir überlegt habe, wie schaffen wir es, ein Schulsystem zu kreieren, das an den Kindern, mit den Kindern wächst und immer weiter wächst. Weil es gibt nicht, ja, so und so funktioniert es mit allen. Wir sind alle Individualwesen und wir brauchen alle es ein bisschen anders. Und es kann sein, dein erstes Kind braucht es ein bisschen mehr so und das zweite braucht es ein bisschen mehr so und das ist ja auch in Ordnung so. Und dann, wenn wir das überspringen, wenn wir jetzt weit in die Zukunft gehen, da sind wir bei der Dezentralisierung, dann glaube ich, dass wir wieder auch viel dezentraler leben werden. Wieder mehr in kleineren Kommunen, in Gemeinschaften leben werden und uns wieder unterstützen. Da gibt es wieder mehr den Bauern und den Tischler und mehr Handwerk. Ich glaube, dass das viel mehr wieder an Bedeutung gewinnen wird. Und dort lernt dann das Kind am Leben. Weil es sieht beim Bauern zu, es sieht im Wald zu, es sieht Papa, Mama zu und es sieht einfach bei Menschen in der Umgebung zu und lernt am Leben. Und dann gibt es nur noch sowas wie einen Lernort. Wenn es dann noch so heißt, aber benennen wir es mal so. Und das ist jetzt ein Gebäude. Sagen wir, du bist in so einer Dorfstruktur oder in einer Kommune und da gibt es einen Ort, ein Gebäude, das ist der Lernort. Und dort dürfen Menschen hingehen, alle Altersklassen, auch Erwachsene, die wollen auch was lernen. Das merke ich auch immer wieder, wenn das Thema interessant ist und gut rübergebracht wird. Du kennst es ja hier im Sender, wie viele dazu sind. Das heißt, der Erwachsene möchte auch lernen, er möchte es nur nicht wie in der Schule haben. Das heißt, sie dürfen dorthin gehen, sie müssen aber nicht. Und das macht einen großen Unterschied. Wenn jetzt beide Eltern arbeiten, dann gibt es die Möglichkeit, du kannst das Kind um 7 Uhr in der Früh schon hinbringen und er kann dort wieder schlafen gehen, er kann jetzt Sport machen anfangen, er kann frühstücken, was er eben von seinem Rhythmus braucht. Aber er muss dort nichts machen und er muss auch nicht hingehen, außer es geht halt von den Eltern nicht anders. Ja? Und dann ist wichtig, dann gibt es so eine Art Stundenplan
Montag, von dem Zeitpunkt ist die Corinna dann, da haben wir den Bernhard, da haben wir den Alexander, da spricht der Peter über Kräuter, da gibt's was über den Körper zum Lernen, da gibt's Mathematik. Und jetzt darfst du dorthin gehen und Fragen stellen. Und dort sind weise Menschen dann angestellt. Und weise heißt für mich nicht, der weiß alles. Es gibt niemanden, der alles weiß. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Weise heißt für mich, mach mal ein Beispiel, du kommst zu mir, ja, ich bin dort der Mann für Mathe oder für Sprachen oder was auch immer, oder für den Körper, und die Corinna ist jetzt 9 Jahre alt, ich habe da eine Frage, wie funktioniert das hier so, weil mir tut es hier mal ab und zu mal weh, oder hey, ich kann nicht so schnell laufen wie die anderen, erklär mir das mal. Und weise heißt jetzt für mich in meinem Begriff, ich sagte, du Corinna, das sind meine Erfahrungswerte, die ich in meinem Leben bisher gesammelt habe. Die gebe ich dir gerne alle weiter. Die habe ich daher bekommen, daher bekommen, daher bekommen, daher bekommen. Das sind meine Quellen dazu. Für mich passt das. Überprüf, ob das für dich passt. Weil muss es ja nicht. Ja. Also wie bei der Gesundheit. Für den einen passt das mehr so, für den anderen mehr so. Und dann entwickle es weiter. Geh weiter damit. Weil wir begrenzen. Wir sagen, Mathe ist so, Physik ist so, Chemie ist so. Stell dir mal vor, man hätte einem Tesla gesagt, du, das mit Frequenzen und mit Strom können wir uns aus, brauchst gar nicht forschen. Nicht gut, aber wir sagen das den Kindern. So ist es und nicht anders. Und damit blockieren wir schon wieder. Und ich sage, ein weiser Mensch, der blockiert nicht. Der weiß nicht alles, sondern der gibt ihm seine Erfahrungen weiter und seine Weisheit weiter und alles, was er schon hat, und sagt, geh weiter damit, entwickle dich an den nächsten Schritt. So wie wir vorher auch gesprochen haben, die Eltern machen alle Fehler. Und auch meine haben gesagt, du Ricardo, in dem Punkt, es tut mir leid, dass wir das damals nicht wussten. Ich hoffe, du machst das mal besser. Und ich habe gesagt, garantiert. Und ich weiß, in 20 Jahren stehe ich vor meinem Kind und sage, du Sohnemann oder Tochter, in dem Punkt, es tut mir leid, dass ich das damals nicht wusste. Ich hoffe, du machst das mal besser. Mhm. Und diesen Schritt gehen wir dann da. Und ja. Ja, mir fällt gerade ein, also so ein Beispiel. Ich nehme mal mich und stellvertretend auch für viele andere Kinder. Damals mit 7, 8, 9 musste ich lesen lernen. Und ich habe den Text als Ganzes nie verstehen können. Also ich habe dir eine Seite Buch, da hieß es ja, du musst jetzt 10 Seiten lesen. Die habe ich dann gelesen. Ich wusste nicht, was ich gelesen habe. Keine Ahnung. Das war wie gelöscht, ja. Und auch sehr holprig alles, ja. Und es hat mich ja wirklich durchgezogen bis ins Abitur, diese Rechtschreib-Thematik. Und da kam aber nie eine Hilfe oder irgendwie jemand, der mal gesagt hat, hey, versuch's mal damit. Ich habe dann bei meinen Kindern schon so ein bisschen mit Rechts-Links-Übungen, Evolution, Vernetzung. Aber auch da kam nie so, deswegen dachte ich, wenn du heute da bist, stellvertretend für alle, die es ist bei jedem dieses natürlich Thema kennen irgendwo. Es ist bei jedem ein bisschen anders. Mhm. Ja, bei einem einen ist es vielleicht durch ein Trauma, weil er beschimpft wurde beim Lesen oder ausgelacht wurde beim Lesen. Ja, dann ist es manchmal ein Traumathema. Aber ich sag dir mal, was bei den allermeisten ist. Okay, also jetzt einfach, wir müssen jetzt einfach mal so global drüber sehen. Die meisten lernen nicht richtig lesen. So wie du gesagt hast, es ist holprig, beim Lesen dann schwierig und so. Wie liest du oder wie liest jeder erwachsene Mensch? Wir bringen den Kindern nämlich bei Buchstabe, 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 Buchstabe. Ja. Liest du so? Ich denke schon, ja. Ja, dann funktioniert's nicht. Also ich habe dann so ein bisschen auch mal mit versucht, dann das Wort an sich zu erfassen und dann über die Seite. An wie viele Jahre hast du das jetzt aber versucht mit Buchstabe, Buchstabe? Ja, ja, eben. Genau. Ja, ja. Aber sieh dir jeden anderen an, der keine Leseproblematiken hat. Keiner liest Buchstabe, Buchstabe. Und das erkennst du an diesen, da gibt's so Sätze oder ganze Seiten, wo nur der erste und der letzte Buchstabe in diesem Wort richtig ist. Ja. Und der Rest ist, und du kannst trotzdem lesen. Ja, genau. Das würde nie gehen, wenn du Buchstabe, Buchstabe machst. Das heißt, Schritt 1 beim Lesen lernen ist, du zeigst dem Kind das ABC. Und auch nicht, das ist ein A, das ist ein B, das ist ein C, das ist was vollkommen Fiktives, Aufgemaltes. Einfach mal meinen Namen und ABC lernen in YouTube eingeben auch. Ja, da haben wir eine eigene, das haben wir kreiert. Und was kann ich zu den Buchstaben dazu machen? Dann geht das rasend schnell mit den Kindern. Und dann ist der wichtige Punkt, intrinsisch motiviert. Wir sagen, du bist jetzt 7, du musst jetzt lesen lernen. Und du sagst, vielleicht will ich erst mit 9 lesen lernen. Vielleicht wollte ich schon mit 5. Ich war so ein, ich wollte mit 5 schon lesen lernen. Habe ich auch gemacht. Und mein Bruder erst viel später. Aber wir sagen, du bist jetzt 7. So, hast du das wahrscheinlich auch gehabt. Du hast ein Alter gehabt und jetzt musstest du. Dir hat man nicht das ABC richtig beigebracht. Wahrscheinlich nicht in Bildern in den Kopf gesetzt. Und wenn man eher kreativ ist und nicht ultralogisch fokussiert ist, dann kommt man mit diesem Buchstaben, das ist irgendwas 2D-mäßiges und ich kann damit nichts anfangen. Das ist eine. Das andere ist diese intrinsische Motivation. Möchte ich überhaupt lesen lernen? Und ich sage, im Idealfall, spielen wir mal den Idealfall durch. Ja, und dann lösen sich die meisten Probleme. Du hast ein Kind, das ist 3, 4, 5.
Und wenn du merkst, er sieht Buchstaben immer wieder mal so fasziniert an, mhm. ja, wenn er sieht, die Mama liest was, ist wieder die Vorbildwirkung, dann sagst du, darf ich dir eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Über Kinder lieben Traktoren, Feen, Zauberer, Fußball, irgendwas lieben diese Kinder. Ja? Und darf ich dir eine gute Nachtgeschichte zu dem Thema vorlesen? Das musst du als Mama sehr langweilig sagen, dass das Kind sagt, mit 4 lass mich in Ruhe. Mhm. So, und jetzt ist das Kind 4, 5 Jahre alt, du liest ihm eine gute Nachtgeschichte über, keine Ahnung, Traktoren vor. Und irgendwann wirst du sagen, jetzt hör mal auf, was sagen die Kinder alle? Nein, eine Seite noch, ein bisschen noch, Mama, ja? Und dann sagst du, ich bin echt müde, aber Schatzi, ich zeig dir morgen, wie das geht mit dem Lesen, und dann können wir uns abwechseln, dann schaffen wir mehr. Mach gar nicht weiter dann. Am nächsten Tag bringst du mal das ABC bei. Und über eine lustige Geschichte, die wir da haben, und über die Bilder dazu. Und dann ist wichtig, wir lesen in Realität über Wortbilder, Satzbilder oder Silbenbilder. Nicht über Buchstaben. Das ist vollkommen irrelevant. Deswegen sage ich auch mit Grammatik. Wir können nur 2 Grammatikregeln, wenn wir nicht Deutschlehrer sind. Und das ist, sieht richtig aus, sieht falsch aus. Oder klingt richtig, klingt falsch. Mhm. Ja, die anderen können wir alle nicht. Nee. Ja, die machen wir alles im Bauchgefühl. Ja. Über dieses sieht richtig aus oder sieht falsch aus oder klingt richtig, klingt falsch. Ja? Und das machen wir immer über das ganze Bild. Und wenn der Erwachsene dann sieht, aha, dieses Wort sieht anders aus als normal, dann fängt er an, die Buchstaben sich anzusehen, aha, da fehlt ein T. Dann erst. Aber grundsätzlich Silbenbilder, Wortbilder oder ganze Satzbilder. Und jetzt machst du mit dem Kind Folgendes, wenn es die Buchstaben kann, das geht mit der Übung ganz schnell. So sieht Mama aus. So sieht Papa aus, so sieht ich aus, so sieht Traktor aus. Und immer wenn dieses Wortbild vorkommt, liest du das vor. Oh, wow. Ja, das heißt, jetzt haben wir hier eine Seite, da gibt es im Kinderbuch wahrscheinlich 50 Worte und 5 kann er schon vorlesen davon. 2-mal kommt Mama vor, 1-mal kommt Papa vor, 2-mal kommt ich vor und 1-mal kommt Traktor vor zum Beispiel. Ja? Und jetzt liest er die schon. Perfekt. Und am nächsten Tag gibst du ihm die nächsten paar Worte. Keine Ahnung, Rasenmähen, Weide, Kuh, Baum, Zaun, was auch immer da schon vorkommt. Und das geht 1-2 Wochen und wirst du merken, die Hälfte der Seite liest er. Und dann sagst du, du Schatz, die Mama ist halt wirklich müde von der Arbeit. mach mal so, du liest eine Seite und ich lese eine Seite, dann schaffen wir mehr. Mhm. Und dann machst du das eine Woche später, machst das nochmal anders, da bist du nämlich noch müder. Weißt was? Du liest, weil du bist ja noch so energetisch, und ich lese nur die Worte, die du noch nicht kennst. Und dann kommt irgendwann der Punkt, den mir manche Eltern schon berichtet haben, und dann hast du gewonnen, sag Mama, ich lese alleine, weil du wirst so schnell müde. Dann geht die Post ab. Ja. Ja, das heißt, wir haben Lesen schon mal falsch mit diesem Buchstabe, Buchstabe, und dann kannst du nicht sinnerfassend lesen, wenn du immer diesen Buchstaben und du versuchst, ah, was war da, du kommst nie über dieses Gesamtbild, wo du gesagt hast, du hast eine Seite gelesen, du wusstest es nicht versteht. Und da kommen wir nochmal einen Schritt weiter. Jetzt stell dir mal meine Hand vor als Buchseite. Okay? Mhm. Und du hast gerade umgeblättert, wo fängst du an zum Lesen? Wahrscheinlich hier. Mhm. Links oben, oder? Ja. Und was macht aber dein Gehirn? Ich weiß nicht, wenn du diese Leseschwäche hast, ob das bei dir so ist, aber bei 99,9% der Menschen passiert Folgendes. Die fangen hier an zum Lesen, aber hier steht zufällig dein Name, hier irgendwas, was mit deinem Kind zu tun hat, und hier ein Ort, den du schon mal besucht hast. Und was macht dein Gehirn? Tak, tak, tak. Das springt sofort zu diesen 3 Punkten. Kennst du das auch? Die Zuschauer werden das kennen. Mhm. Ja, wenn du eine Seite hast und du fängst links oben an, konzentriert zum Lesen, springt das sofort dein Hirn zu den Punkten hinein. Und wie geht das? Das heißt im Umkehrschluss, dein Gehirn hat jede Zeile, jedes Wort schon durchgescannt, weil sonst wüsste es nicht, dass hier was Wichtiges für dich steht. Mhm. Und sonst wüsste es nicht, dass hier was für dein Kind steht. Und das geht innerhalb von Umblättern. Zack, und dein Hirn das erfasst. Das heißt aber doch, dein Hirn hat diese ganze Seite schon in Wirklichkeit durchgescannt. Du hast nur nicht gelernt, das abzuspeichern. Weil dein Gehirn sagt, ja, wir machen das ja jetzt mit Buchstabe, Buchstabe. Wieso soll ich denn die ganze Seite auf einmal scannen? Das können doch nur die Autisten. Mhm. Und wenn man da... Und manche haben dann eben dann noch vielleicht ein kleines Trauma, dass sie ausgelacht wurden beim Lesen, dass ihnen erzählt wurde, dass sie eben nicht so gut sind dabei und dass es an ihnen liegt. Und dann prägt sich das ein. Dann hast du Angst vorm Lesen. Wo Angst entsteht, hört Lernen auf. Das ist ein ganz normales Thema. Ja, Angst ist das Gegenteil von Lernen, Angst ist das Gegenteil von Leben. Ja, das sieht man auch jetzt wieder. Und dann prägt sich das ein. Und das heißt, ich kann nicht sinnerfassend lesen oder ich kann nicht gut lesen, was ein vollkommener Blödsinn ist. Genauso wie manche Menschen sagen, ich kann mir Zahlen nicht gut merken oder ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Das ist auch der nächste Schwachsinn. Es gibt nicht ein schlechtes Gedächtnis. Ja.
Wenn du jetzt nicht Alkoholkomatrinker bist, hast du kein schlechtes Gedächtnis. Oder hast du ein schlechtes Gedächtnis? Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn ich das Menschen frage, zeigen extrem viele auf. Ja. Und jetzt habe ich da 100 Leute und da zeigen dann so 70% auf, sagen, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Sag ich, warum? Ja, ich kann meinen Namen nicht gut merken, ich kann mir Zahlen nicht gut merken und dies. Sag ich, aha. Und frage ich dich mal, hast du einen schlechten Bizeps? Hast du eine schlechte Wade? Nein, oder? Würdest du nie sagen, oder? Mhm. Du sagst, du hast einen untrainierten Bizeps, du hast eine untrainierte Wade. Aber du würdest nie sagen, ich habe eine schlechte Wade. Mhm. Würdest du je erwarten, dass du Tennis spielen kannst, wenn du nie Tennis trainierst? Nee. Nee, würdest du nicht erwarten, oder? Wieso erwartest du, dass du dir Namen und Zahlen super gut merken kannst, wenn du es nie trainiert hast? Mhm. Gibt es in der Natur Zahlen und Namen? Nein. Also haben wir das erschaffen? Also müssen wir das auch ein bisschen üben. Mhm. Und das ist der Punkt. Wenn du das ein bisschen übst, merkst du, ah, es geht ja ganz leicht. Meinen Namen auf YouTube wieder eingeben, Ricardo und Namenmerkmal eingeben, mach diese Übung zweimal und du wirst merken, oh, Namenmerken ist leicht. Ich wusste nur noch nicht, wie. Und sagen manche immer noch, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Sag ich, nein, es geht nur darum, wie kommt es in deinem Gehirn an? Wie ist dieser Input zu dir? Mach mal ein Beispiel. Wie oft müsste ich deinen nackten Hintern durch ein Brennnesselfeld durchschleifen, bis du dir merkst, dass das Brennnesseln sind? Einmal, ja. Ich habe das 90-jährige demenzkranke Menschen gefragt. Der hat gesagt, du, ich schwöre, ich weiß das nächste Mal noch, dass das die Brennnesseln waren. Das heißt, es geht darum, wie kommt es an? Mhm. Und da sind wir wieder bei dem, was die Eltern mit den Kindern machen. Ich weiß nicht, es gehen so 100.000 Themen ja, auf. Ja, wir kommen noch bei der Bewegung. Gell? Ja, kommen gleich dazu. Ich weiß, es ist so wichtig, diese Themen. Es ist aber auch so spannend, dir zuzuhören, ja. Was die Eltern, ja, und 90% meiner Videos kannst du vergessen, wenn du eine Sache berücksichtigst. Du hörst wieder auf dein Bauchgefühl. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Ja? Und die Eltern machen das alle richtig. Und die Schule dann nicht mehr. Und daran liegen die Probleme. Jetzt machen wir ein einfaches Beispiel. Wie viele Physikformeln kannst du mir noch aufzählen? Genauso reagieren die meisten. Was will der von mir? Mhm. Und jetzt überprüfe mal. Ja? Also ich mache das im Schnelldurchlauf. Was will das Gehirn? Das Gehirn will ein Bild. Das Gehirn will lustiges, blödes, perverses, abstruses, anderes Zeug. Je blöder, desto besser. Wir kennen das aus der Schule, irgendwelche blöde Laien, die bleiben alle im Kopf drinnen. Ne? Mhm. Das Hirn will Emotionen haben und Dinge, die es berühren kann oder verknüpfen kann mit Dingen, die wir schon wissen. So, und jetzt bist du mit deinem Kind, hast du wahrscheinlich Folgendes gemacht. Du hast deinem Kind 3 Jahre, 4 Jahre etwas beibringen wollen und hast ihm es gezeigt. Das ist ein Bild. Oder es ist gut beschrieben. Keiner sagt zu dem 5-Jährigen, du, ich erzähle dir jetzt etwas, wenn du mal in 20 Jahren in China Physik studieren solltest, dann könntest du das eventuell mal brauchen im 3. Semester. Aber das erklären sie uns in der Schule. In Physik, schau mal, wenn du mal das und das und Hochbauingenieur dort und dort bist, dann könntest du diese Formel eventuell mal brauchen. Das ist ein Schwachsinn. Das erklärt. Mhm. Aber wir sagen, schau mal, hier ist was. Bild. Wir bemühen uns, dass das Kind lacht. Wir blödeln mit dem Kind. Wir nennen es ja sogar so. Ja? Mhm. Und damit sind wir im Blödsinn machen. Ja? Wir machen irgendwelche lustigen Sachen mit dem Kind. Wir schauen, dass es in Emotionen geht. Man schaut sich, du bist so toll, du hast das so gut gemacht, du bist der Beste. Ja? Dass er lacht, dass er Spaß hat. Und dass er es berühren kann. Und wir erklären ihm auch immer so Sätze, schau mal, das ist wie bei. Und machen Verknüpfungen. Mhm. So, und jetzt sieht die kleine Corinna die erste Physikformel in ihrem Leben. Sagt das Hirn bildhaft? Nö. Extrem lustig? Nö. Verknüpft im Alltag? Nö. Emotional? Nein. Und dann sagt das Hirn, raus. Mhm. Dann müssen wir beim Polemie lernen. Reinstopfen, rauskotzen, keine Ahnung haben. Mhm. Und im Schnitt ist es so, in Deutschland, nach der Grundschule, nach den ersten 4 Jahren, ein 25-Jähriger, der Abi gemacht hat, weiß noch 1,5% vom Schulstoff. Die meisten haben vergessen, was sie vergessen haben. Und das geht nur in der Schule. Das geht im ganzen Leben nie wieder. Es gibt keinen, und ich weiß, es ist jetzt sehr hart, was ich sage, es gibt keinen Ort, wo man so ineffizient und wenig lernen kann wie in der Schule. Mhm. Das geht gar nicht. Ja. Es ist nicht mehr möglich, weil wir kommen dann ja auch noch zum Sprachenlernen. Die Biologie und die Eltern machen so und die Schule dreht das um 180 Grad um. Nicht, dass der Punkt ist falsch, nein, um 180 Grad. Deswegen, wenn das die effizienteste Variante ist, also die Eltern machen, mhm. und ich nehme an, du hast das mit deinen Kindern genau so gemacht, oder? Und wir drehen das um, dann funktioniert es eben nicht mehr. Kommen wir noch ganz schnell zur Bewegung. Mhm. ich war eben jahrelang da in den Schulen unterwegs und das ist mehr und mehr und mehr geworden. Ich habe dann selber angefangen, Menschen zu unterstützen bei Schulgründungen. Ich habe lange überlegt, ob ich das selber alles mache. Ich habe gesagt, aber selber kann ich wie viele Schulen? 1, 2, 3, dann ist Ende mit der Kapazität. Ich will andere dazu animieren. Und ja, dann vor 2 Jahren ist mir irgendwie meinem Plan
was dazwischen gekommen, aus unerklärlichen Gründen. Und dann haben wir angefangen, im Herbst 20 das Ganze zu digitalisieren. Es ist nicht annähernd so lustig, wie wenn du in einem großen Raum bist mit vielen Menschen und da gibt es Lernparty, aber es ist besser, wenn du es dir zumindest online ansehen kannst. Wir haben das digitalisiert, das war Herbst 20, da haben wir auch Kanäle auf Telegram, auf YouTube und überall dazu gestartet. Das ist im Ende Februar 21 ins Positive eskaliert. Wir brauchen Vernetzung hier, wir brauchen Vernetzung hier, wir brauchen Vernetzung hier. Wir haben plötzlich Vernetzungsgruppen für ganz Mitteleuropa gemacht. Da sind so viele Menschen reingekommen, dass wir teilweise bis zu 10.000 Nachrichten da am Tag drin hatten in den Gruppen. Die konnten wir null administrieren. Wir haben dann zum Glück einen Haufen Mamis. Ich sage, ich habe die Mami-Armee hinter mir. Über die läuft es, über die Eigenermächtigung der Frau. Scheiße, das ist wieder ein anderes großes Thema. Das heißt, wir jetzt gar nicht an. Und die helfen mir, da haben wir fast 200, die da mithelfen im Hintergrund, die ganzen Gruppen da drüber zu sehen. Es gibt aktivere und weniger aktive, das ist ganz normal, ja. Aber kann man auch auf die Homepage einfach gehen und gibt es in jedem Ort, also nicht in jedem Ort, aber in jedem Bundesland, in jedem Kanton eigene Vernetzungsgruppen, wo man mal starten kann und Gleichgesinnte hat. Und wir sind in der Hauptgruppe knapp 40.000 Eltern und Lehrer geworden in den 1,5 Jahren. Und ja, das ist im Frühling 21 noch schneller gewachsen plötzlich, ja, durch ein paar Interviews und so. Und wir hatten dann 500 E-Mails am Tag und 100 Anrufe, das habe ich ein paar Wochen überlebt, ja, und habe gesagt, das geht nicht, ich brauche noch mehr Leute, die mithelfen, weil sonst schaffe ich das unmöglich, ja, und das ist ja auch unangenehm. Ich musste jeden Elternteil immer absagen und jeden Vortragsding immer absagen, kriege ich nie unter. Ja. Und mittlerweile sind wir die größte alternative Schulbewegung in Europa. Wir haben Gruppen in den Philippinen, in der Türkei, in Mexiko, in Amerika, in Europa sowieso. Deutschsprachiger Raum ist natürlich noch am stärksten. Wir haben für jedes Unterrichtsfach eine eigene Unterstützungsgruppe mit tausenden Lehrern, die da freiwillig mitmachen. Wir haben alles auf Spendenbasis, wir geben alles kostenlos her. Ja, weil wenn Bildung am Geld scheitert, dann sehen wir, wo wir hinkommen. Ne? Wir schenken das eben alles her. Und auch alle Menschen, die da mitmachen, auch alle Mamis in den Gruppen, die machen das auf rein freiwilliger Basis. Wir haben Unterstützungsgruppen, ich habe Kurse gebaut zu den verschiedensten Themen. Wie geht Lesen lernen, wie geht Schreiben lernen, wie geht 1x1, wie geht Sprachenaufbau, sind über 200 Videos. Insgesamt haben wir weit über 300, ja, aber muss ich ja nicht alles ansehen. Wenn du jetzt ein Sprachenthema hast, dann siehst du die Sprachenvideos an. Ja. Und wo wir auch auf verschiedene andere Dinge eingehen, auf Heilkräuterkunde. Ich gehe mit meinem Bruder in den Wald und zeige, wie kann man das anwenden, wie kann man lernen an der Praxis. Also Hebelgesetze an einem Arm, du drück mal hier, drück mal hier, drück mal hier, was merkst du, was ist der Unterschied? Da brauche ich nicht irgendwelche Gesetzmäßigkeiten und Formeln aufzählen. Ja. Und wir machen das eben alles dezentral. Man kann sich das alles runterladen, einfach eine E-Mail an uns schreiben. Alle Videos, alles YouTube, alle Kurse kriegst du alle runtergeladen, kannst zu Hause bei dir speichern. Wer will dir das wegnehmen? Wer will dich jetzt hindern, dass du sagst, das kopiere ich meinen Freunden? Und es ist eine Bibliothek an Möglichkeiten, die wir erschaffen haben. Und jeder nimmt sich das, was er braucht. Weil wenn ich jetzt sage, Schule muss jetzt so sein, dann bin ich der nächste Schuldiktator. Wenn ich jedem aber all dieses Wissen gebe und all diese Möglichkeiten gebe, und dann sagt auch letztens in der Schweiz wieder ein Du, ich hätte gern 30% Montessori-Ansatz und den Rest von dir. Sag ich, super. Und es gibt manche, die sagen, ich hätte gern nur 10% von deinen Ideen. Sag ich, auch gut. Hauptsache, du machst was. Hauptsache, du triffst diese Entscheidung, ab jetzt bin ich bereit zu wachsen, neu dazuzulernen, nicht mehr aufzuhören damit und immer wieder was Besseres und Neues zu machen. Und genau dazu wollen wir die Menschen animieren. Wir haben auch ganz grobe Anleitungen, wie gründet man eine Alternativschule. Also es gibt die Vernetzung, es gibt die ganzen kostenlosen Kurse, du hast Unterstützungsmöglichkeiten, du hast jeden Tag einen Online-Stundenplan, wo auch Kinder Stunden für andere machen, Kinder für Kinder. Da wo der eine macht Mathe und Verdauungstrakt, der andere macht Harry Potter Fan Talk und Atemtechniken. Das ist ganz unterschiedlich, ja, weil das alles freiwillige Sachen sind dabei. Und das stellen wir alles halt zur Verfügung. Ja. Das wächst und wächst. Super. Es kommen jetzt auch mehr Rektoren auf dich zu, gell? Hattest du erzählt. Also wirklich im System gibt es jetzt auch welche, die sagen, also ganz so. Ganz viele. Und was sind da so die Stimmen? Wie kommen die? Was haben die wirklich wo? Wo ist ein wacher Rektor, sage ich mal, der heutigen Zeit wirklich an seine Grenze jetzt gekommen? Ganz viele, vor allem die letzten zwei Jahre, wie sie gesehen haben, die Kinder leiden. Sie haben davor schon gesehen, die Kinder leiden. Sie verlieren ihre Kreativität. Sie verlieren diesen Glanz in den Augen. Ja. Mit Gerald Hüther ein Video gemacht, wo wir gesagt haben, was bräuchte die Schule? Ich sage nur einen Punkt. Diesen Glanz und diese Lebensfreude erhalten. Alles andere kommt vollkommen von selbst, aber ist ein riesen anderes Thema wieder. Das ist das Einzige, was wir machen müssten und das merken schon noch viele. Da ist noch ein Mensch drin. Und das ist kein Bioroboter, sondern da ist ein Mensch dahinter. Und der merkt, hey, das passt nicht. Aber das Problem für die meisten ist, sie kennen keine Alternative. Sie kennen Schule seit ihrem Leben lang nur so. Und jetzt kommen so viele Beispiele, wie es anders geht.
und dieser Mut auch dazu. Und wenn man sieht, hey, das sind Zehntausende, die da dabei sind und die Kurve wächst wie blöd. Mhm. Ich bin nicht alleine. Und so viele glauben, ich bin alleine. Und ich sage, egal in welches Kuhdorf ich komme, wir haben volle Räume. Mhm. Und überall erzählt man, ja, und da kennen wir noch eine Gruppe und die machen auch schon. Und jeder glaubt, er ist alleine. Ich sage, nein, wir sind ganz, ganz, ganz viele. Und die, die nicht dabei sind, die spüren das unterbewusst auch. Die noch ein bisschen in sich hineinspüren können, dass das nicht passt. Aber sie kennen es nicht anders. Und sie können oft nicht über diesen Schatten drüber springen, dass sie es nicht so hatten. Warum sollen es die jetzt besser haben? Mhm. Ja. Und das ist ein Prozess für viele. Aber der ist nicht mehr aufzuhalten. Ja. Das, also ich habe es so aufgebaut, wenn ich morgen sage, ich mache dieses Projekt jetzt tot, ich drehe das jetzt wieder ab, kann ich es nicht. Sehr gut. Ja, es geht nicht. Ja. Ich kann das nicht. Ja. Und das brauchen wir in allen Bereichen. In der Gesundheit, was ihr ja auch viel macht, ja, wenn das Wissen draußen ist, was willst du tun? Was willst du dann noch machen? Willst du es wieder wegnehmen? Das geht eben nicht. Und wenn du mal erlebt hast, wie Lernen mit deinem Kind anders geht, du kannst das nicht wieder wegnehmen. Ja, und es haben Zehntausende, haben sich das ganze Zeug runtergeladen und weit über eine Million haben sich das angesehen. Das kannst du nicht mehr wegnehmen. Das geht nicht. Ja? Und das wächst halt exponentiell, weil es eben Spaß macht. Ja. So schön. Mensch, ich würde gerne die Uhr nochmal zurückdrehen. Gell? Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Wir Eltern kommen wahrscheinlich immer an den Punkt, wo wir denken, ah, jetzt mit dem heutigen Wissen würden wir es doch nochmal anders machen. Aber auch total beruhigend zu wissen, dass jetzt auch, wenn die Kinder, keine Ahnung, 11, 12, 14, 15, 18 sind oder selbst 25 oder 30, 40, 60. Du sind kannst auch noch Kinder, ja? Die großen Kinder. Ja. Du kannst trotzdem wieder auf diese Essenz zurückgreifen und das ist echt schön. Ich habe ganz viele in der Pubertät vor mir gehabt, 14 bis 18. Mhm. Und ich brauche 5 bis 10 Minuten bei den meisten und die sagen, lernen, ja, macht Spaß. Das sind Erfahrungswerte. Ich weiß nicht, wie die Zeit steht, aber sonst gebe ich dir dazu noch ein Beispiel. Ja, die Zeit ist rum, aber ich würde gerne noch so ein Praxisvideo mit dir machen. So viele du möchtest. Nochmal, wenn jetzt aber wirklich die Eltern sagen, boah, ich oder auch Kinder, die vielleicht zuschauen oder das Video sehen, wo kriege ich jetzt Informationen her? Wie kann ich mich da mit diesen ganzen Lerntechniken auseinandersetzen? Genau, also du gehst einfach mal auf die Homepage. Wissenschafftfreiheit.com. Das kommt von Schaffen, deswegen mit 2 F. Das haben so viele falsch geschrieben, dass wir eine zweite Domain hinleiten. Wirsindfrei.com, da kommt man auch hin und du gibst meinen Namen ein und findest es auch. Mhm. Und dort findest du die Telegram-Gruppen, du findest den YouTube-Kanal, du findest die ganzen Kurse, aber es ist so viel mittlerweile. Deswegen steht auf der Startseite, du bist neu hier, bitte hier klicken, bitte mach das. Und dann kriegst du mal eine Übersicht, was gibt's alles schon, wo finde ich was, Schule der Zukunft in 2 Schritten, wie ist das aufgebaut, Live-Vorträge, also mitgefilmte Vorträge, dass du das einfach mal siehst, dass das Praxis ist, nicht Theorie ist. Also da würde ich mal draufklicken und dann wirst du alles andere, wirst du dort finden. Aber du musst diesen Schritt innerlich gehen und sagen, ich bin bereit zu wachsen und ich bin bereit für meine Kinder neue Wege zu gehen. Das ist nie zu spät, kann es gar nicht sein. Super. Vielen Dank für deine ganze Arbeit. Danke. Unglaublich, was du da alles geschaffen hast und weiterhin viel Erfolg und dass es richtig nochmal durch die Decke geht. Wir bleiben dran mit den Löwenmamis. Ja, genau. Liebe Zuschauer, ja, für alle Eltern, die wirklich sagen, boah, irgendwas stimmt doch hier nicht, mein Kind, dem wünsche ich wirklich einen ganz neuen, freien Weg und eine schöne Kreativität. Die haben hoffentlich hier einiges an Informationen erhalten und bedanke mich fürs Zuschauen. Wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.